Das Besondere im Klettern für mich ist auch, dass man ganz, ganz viele Momente erlebt, die man sonst nicht erleben wird, weil man einfach nicht in die Situation kommt. Wenn man jetzt zum Beispiel früh aufsteht, weil man am Vormittag die Sonne in der Wand haben möchte, dann ist man der einzige Idiot, der da um 6 Uhr früh bei 5 Grad in der Wand hängt und dann aber diesen wunderschönen Sonnenaufgang hat, während die Felsen langsam rot angeleuchtet werden in der Früh. Das ist einfach so die Momente, die man eben sonst gar nicht hat, weil man nicht in der Situation, nicht an dem Platz ist. Falls du eine GoPro aufmachen möchtest, weiß ich nicht. Der beste Moment ist der, wenn man in diesen Flow-State kommt, wenn man alles um sich herum vergisst und man nur noch auf den nächsten Griff fokussiert ist, im Kopf genau weiß, was zu tun ist. Jede Bewegung funktioniert automatisch, alles fühlt sich perfekt an. Jeden Griff trifft man perfekt und in dem State fühlt man sich fast schwerefrei. Also man merkt keine Kraft, die ihn runterzieht, man fühlt sich super leicht. Und all die Züge, die sich so super schwer angefühlt haben, als man das erstmal gemacht hat, fühlen sich an, wie als ob es kinderleicht wäre. Angefangen habe ich mit dem Klettern vor circa 3 Jahren. Bin ich mit einem Kollegen immer wieder mal mit dem Christoph in die Boulderhalle gegangen in Halle und habe da dann eben das Klettern irgendwo lieben gelernt und macht jetzt einen Riesenteil von meinem Leben aus. Das ist tatsächlich wirklich das alles, was ich machen möchte, eigentlich die ganze Zeit und ich sehe mich wirklich nicht damit aufhören jemals. Jetzt muss ich ja noch einen Schäler nach der Knopf machen. Ja, was mir so gut gefällt am Klettern, ist eben diese Kombination aus Kraft, die du brauchst und die dir aber nichts bringt, wenn du nicht weißt, wie du sie benutzt. Und um so viel beim Klettern ist tatsächlich Technik, wie bewegst du dich, Balance, da spielt so viel rein. Und diese Kombination einfach ist es einfach das, was für mich so interessant macht. Style first! Was sagt man? Speed? Speed? Ja, Style first, jetzt Speed second. Speed second. Okay, also mit allem, oder? Es windet. Ready to get schooled. Ready to rumble. Also für mich muss ich sagen, gibt es beim Klettern nicht wirklich ein Training, was ihr jetzt macht. Es ist halt einfach klettern gehen und nebenbei kriegt man, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte vielleicht ein bisschen was für die Ausdauer machen, dann klettert man eine Route. Zweimal und in einer Pause dazwischen, aber es ist jetzt kein Training per se für mich, sondern es ist halt einfach wirklich das machen, was ich gern mache, mit vielleicht einem kleinen Hintergedanken, dass man sich nur irgendwo verbessert. Also die Wand ist für mich sehr besonders, weil wir wohnen da sehr in der Nähe, ich sehe sie jeden Tag von mir aus in der Früh. Und wenn wir da früher mal hochgewandert sind, gibt es also eine Stelle, wenn man ein bisschen vom Weg abweicht und man sieht genau auf diese Wand hin. Und da sieht man die Route eigentlich perfekt, wie sie zwischen zwei weißen, zwischen hellerem Fels zieht sich so ein schwarzer Streifen von unten nach oben. Sehr wenig Texturen und genau das ist halt die Route, das ist einfach genial. Beginn tut die Route eher leicht an guten Griffen und guten Tritten bis circa zu einem Drittel. Ab dort wird es dann ein bisschen schwieriger mit weiten Zügen an kleineren Leisten. zwei Dritteln ungefähr der Route kommt man zu 3 horizontalen Schlitzen, wo man nochmal kurz rasten kann, nochmal kurz durchschnaufen und ab da beginnt dann der Crux. Das Schwierige an der Schlüsselstelle war für mich, dass die Wand dort recht unstrukturiert ist. Das heißt, man hat zwar gute Griffe, aber kaum Tritte, wo man gut stehen kann. Wo sind beim Klettern die größten Verletzungsgefahren? Wahrscheinlich tatsächlich eher, dass du irgendwie, wenn du ins Seil fällst, blöd auf der Wand aufkommst oder Fuß hängen bleibst und den Kopf aufschlägst. Oder dass du irgendwas im Finger reißt oder... Deswegen gut aufwärmen. Oder... Ja, in meinem Fall, ich habe es auch schon geschafft, dass ich mir die Schulter rausziehe bei einem Zug. Aber das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Wie ist das passiert? Zu viel geklettert in einer Woche. Ich glaube, ich war da so sechsmal in der Woche klettern, bouldern in der Höhle. Und dann einfach einen Zug gemacht, der ein bisschen schwerer war. Blöde Körperposition, müde Stabilisationsmuskeln und zack, war es schon soweit. Wichtig ist, dass man einen Kletterfaden hat, dem man wirklich vertrauen kann. Ja, natürlich. Wichtig, weil ich meine, im Endeffekt sichert er die dann halt und das sollte dann schon passen. Was ist ins Kleine? Oh, die Finger sind echt arschkalt. Nach 4 oder 5 schwierigen Zügen muss man noch einmal dem rechten Fuß richtig vertrauen und in den Untergriff greifen und von diesem dann anschließend zu einem guten Griff springen. Das kennzeichnet dann das Ende der Schlüsselstelle. Als ich dann das erste Mal die Schlüsselstelle und den Sprung in einem durchgeklettert bin, habe ich gewusst, dass es für mich möglich ist, die Route zu klettern. In dem Moment wurde mir auch klar, dass ich sofort am nächsten Morgen dorthin fahren werde, um alles zu geben. Der nächste Morgen war sehr schön. Es war eher kalt in der Früh. Wir sind angekommen am Bahnstein, haben uns vorbereitet, haben unseren Klettergurt angelegt. Einen kleinen Stand, ja. Seilen wir uns runter, mhm. Ja. Und dann wird da gesendet. Cool. Gehen wir's an. Gehen wir's an. Haben uns abgeseilt zum Stand der Route. Alles hat wunderbar und reibungslos funktioniert. Das war der Moment, wo ich wusste, dass ich bereit bin für den Durchstiegsversuch. bist du narrisch! Das Ende kann man irgendwann noch für Samstag noch ein bisschen anders machen, wenn das jetzt nicht passt, aber... Oder hast du noch irgendwas? Du schaust mich so an. Na, ich denke gerade drüber nach, wie wir das Ende am besten machen. Aber ich glaube... die Jacken offen und damit zu. Ich weiß, und mir ist gerade warm, ich mach sie dann wieder zu. Weißt du, was das Ende ist? Hm? Das Ende ist jetzt einfach das Gespräch, das wir jetzt gerade führen. Okay. Wir durchstoßen jetzt einfach die dritte Wand. Ja, das ist auch gar nicht schlecht. So, wie machen wir jetzt das Ende? Okay. Ja, kannst du mal schauen. Cut, Black Screen.